Wir sehen hier einen Rohrführungsbagger. Das ist ein neues patentiertes Verfahren, wo wir Rammrohrgründungen durchführen können. Das ist die kleine Maschine. Hier können wir bis 18 Meter Rohre rammen, Durchmesser DN800. Und dann haben wir noch eine größere Maschine. Damit können wir dann 30 Meter lange Rohre DN1000 in einem Stück in die Erde rammen. Zunächst werden die Rohre vor Ort zur Gesamtlänge verschweißt und je nach Größe mit einem geeigneten Kran in die Rohrführungsmaschine gehoben. Mit dem exakt eingestellten Neigungswinkel und mit einer Schlagkraft zwischen 40 Tonnen und 2000 Tonnen treibt eine Ramme nun das Rohr in die Erde. Bei diesen dynamischen Verfahren entstehen nur minimale Vibrationen. Durch den Einsatz von Druckluft kommen zudem keine umweltschädlichen Materialien zum Einsatz und die Last der Geräte von maximal 60 Tonnen erspart unnötig große Baustraßen. Das Verfahren hat den Vorteil, dass ich in schwierigen Böden Rammrohrgründungen durchführen kann, die bis jetzt nicht möglich waren, weil die bis jetzt existierenden Geräte nur eine geringe Schlagkraft hatten und deswegen in diesen Böden kein Rammrohr gegründet werden konnten. Und wir brauchen bei größeren Rohrlängen nicht anhalten und die Rohre dann wieder zusammenschweißen. Wir können die bis 30 Meter Gesamtlänge in einem Stück zusammenbauen und dann in einem Stück einrammen. Im Verhältnis zu den Stahlbetonfundamenten sind wir im Aufbau schneller und auch von den Kosten her ist es günstiger.